Nur regiert mit 105 so in Wien. In Wien. Wo in Donaustadt ein Architekt mit Herz und Service in und Gefühl war gerade am Planen. Von einem wunderschönen Haus. So schön. Kratzen nur wie ein Ortsfrierer Kasse. Doch das macht uns nichts aus. Das gute alte Opfers darf nur nicht stehen. Es muss doch noch zum Redner sein, ich möchte sehen. Das war schön. Nur wegen der Diskrepanzen und wegen der Finanzen muss es weg. Blödes Geld, blödes Geld. Wenn das schon nicht möglich ist, ob es nicht eine Bebauungsform geben kann, die wenigstens die Fassade oder dieses erste Haus erhält und damit das Erscheinungsbild der Donaufelder Straße in dieser Form für die Zukunft sichert. Und ich möchte sehr offen sagen, dass dieses Gespräch mit dem Grundstückseigentümer und dem Bauwerber eines der unangenehmsten war, die ich in meiner Zeit als Bezirksvorsteher bisher zu führen hatte. Denn die Vertreter des Bauträgers, ich würde nicht sagen, haben mir frech ins Gesicht gegrinst, sondern haben sozusagen suffisant bemerkt, dass rechtlich alles auf ihrer Seite ist und ich gegen ihr Projekt gar nichts machen kann. Und ich weiß natürlich, sie haben recht. Und ich habe sowas in dieser Form noch nicht erlebt. Dermaßen ignorant über einen öffentlichen Wunsch, über die Interessen der Menschen, über die Gestaltung des öffentlichen Raums, über ein Kulturgut, ein identitätsstiftendes Kulturgut unseres Bezirks, so drüber zu fahren, um nur ein Ziel zu verfolgen, nämlich einen möglichst großen Profit aus der Verwertung dieser Liegenschaft zu erzielen, das habe ich noch nie erlebt. Und ich kann Ihnen da nur sagen, und das ist auch der Grund, warum ich da bin und warum ich der Frau Fischer danke für ihre Initiative, weil... Weil ich glaube, dass es gut ist, dass ins öffentliche Bewusstsein stärker dringt, nämlich auf der einen Seite, was Kulturgüter für einen Wert für diese Stadt haben und dass man Kulturgüter und ihren Wert nicht nach den Kriterien der Verwertbarkeit beurteilen kann. Auf der anderen Seite aber auch, um klar zu benennen, wer für diese Veränderung und für diesen Eingriff auch zuständig ist. Es sind aufgrund der bestehenden Rechtslage ausschließlich der Grundstückseigentümer und der Projektwerber. Und um meine Unzufriedenheit mit diesem Zustand, um meine Solidarität mit jenen, die sich die Zukunft fürs Hopfhaus wünschen, zu demonstrieren, bin ich auch hier. Und ich freue mich, dass dieser Protest auch über die Parteigrenzen hinweg geteilt wird. Es ist die Klubfrau der Grünen in der Bezirksvertretung hier. Es ist der Bezirksvorsteher Stellvertreter mit Abgeordneten, mit Bezirksräten der Freiheitlichen hier. Es ist die Sozialdemokratie vertreten, von der ÖVP habe ich noch niemanden gesehen, es ist die KPÖ vertreten. Also es gibt eine wirklich breite politische Allianz mit dem Ziel, dieses Haus zu retten. Und daher appelliere ich an die Einzigen, die diese Entscheidung treffen können, nämlich die Grundstückseigentümer und die Projektwerber. Besinnen Sie sich, was Sie im Begriff sind, hier zu vernichten, was Sie den Donaustädtern nehmen. Und gehen Sie in sich, überdenken Sie diese Haltung, ob es nicht doch möglich ist, ein Projekt hier zu entwickeln, das dieses Kulturgut für unseren Bezirk erhält. Ich hoffe, dass noch Vernunft einkehrt
und der sichtbare Protest der Bevölkerung und die Anteilnahme der Investoren zum Einlenken bringt. Mehr können wir gemeinsam nicht tun. Die Entscheidung treffen diese Herren. Das Haus darf man nicht stanzen. Was soll der Dreh? Es hat Jugendstil, hat viel Leergefühl. Des Opfers darf nicht sterben. Nicht sterben, bitte. Mich erinnert viel. Und sofern es will, des Opfers darf nun nicht sterben. Opfers, Opfers, Opfers. Meine Damen und Herren, versprochen kurz, mein Name ist Wansch, ich bin freiheitlicher Gemeinderat, mache aber jetzt keine Parteipolitik, sondern möchte nur anschließen an die eher resignative Aussage vom Herrn Bezirksvorsteher, wo er auf Bezirksebene zumindest zum heutigen Zeitpunkt recht hat. Die Versäumnisse in der Vergangenheit kann man zum heutigen Zeitpunkt auf Bezirksebene nicht mehr gut machen, aber für die Flächenwidmung und für die Bauordnung ist das Land zuständig, ist ausschließliche Landessache. Wenn Sie vielleicht in den Medien verfolgt haben, ist eine Änderung der Bauordnung derzeit in Diskussion. Die soll jetzt im Mai, Juni beschlossen werden, also ausreichend Zeit, noch entsprechende Vorkehrungen in der Bauordnung zu treffen. Es gibt Stellungnahmen von verschiedenen Stellen, zum Beispiel von der Initiative Denkmalschutz, die darauf abzielen, dass solche Objekte nicht abgerissen werden können. Mit Köpfen und mit Stil, was er verziert. Ein Balkon, von dem ein jeder Kanzler gerne mal einen Satz rezitiert. Hinterm Haus versteckt der Garten viel Natur und natürlich Kolos, schön grün. Gemütlich oft bis spät am Abend draußen gesessen, der Grün und Bier, es war so schön. Opfers, Opfers. Nicht die letzte Demonstration vom Hopfhaus gewesen sein. Ich werde weitermachen und das nächste Mal nehmen wir 217, da hängt schon der Banner von der Baufirma drauf. Wir werden probieren, in Donaustadt doch die alten Häuser zu erhalten. Ich hoffe, es gelingt uns. Umso mehr wir werden, umso eher ist es möglich, dass leider Gottes doch die Politik, die Flächenwidmungspläne umgedacht werden und auch der Denkmalschutz sollte vielleicht für die Zukunft, für unsere Nachkommen, für unsere Kinder, die vielleicht auch etwas aus dem 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert von unserer Kultur noch sehen möchten, vielleicht gibt es doch ein Umdenken für unsere Stadt Wien, denn es gibt Länder, da wird das Alte alles geschützt, weil das auch ein Touristenmagnet ist. Ich danke euch fürs Kommen und ich hoffe, wir bewegen etwas, auch wenn vielleicht dieses Haus weichen muss, aber vielleicht andere nicht. Ich danke euch fürs Kommen. Schon